herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr habt es ja schon am Titel erkannt. Ich möchte euch heute darum bitten, mir dabei zu helfen, ein Buch für den Monat März auszusuchen. Heißt, ich zeige euch heute 6 Bücher, die ich auf meinem Sub habe. Und ihr dürft abstimmen in den Kommentaren, welches Buch ich dann im März lesen werde. Ich finde, das funktioniert immer ganz gut. Hat bis jetzt nur einmal nicht funktioniert, weil ich mich dann doch letztendlich entschieden habe, das Buch nicht zu lesen. Ich hätte damit angefangen, habe aber gemerkt, dass ich nicht in der Stimmung bin und werde ich demnächst mal nachholen. Aber nichtsdestotrotz hilft mir das immer, meine Auswahl so ein bisschen zu minimieren. Heißt, dass mein Sub sich auf der einen Seite minimiert und auf der anderen Seite fällt es mir dann einfacher aus den Büchern, die ich euch zeige, ich muss dann eben nicht die eigene Entscheidung treffen oder ich muss mich nicht alleine entscheiden, sondern mir wird die Entscheidung abgenommen und in dem Fall finde ich das dann ganz spannend, wenn man das ab und zu macht. Lange Rede, ihr wisst schon, kurzer Sinn. Ich fange direkt an. Es geht hier nicht um Romane, sondern es sind teils autobiografische Geschichten oder Sachbücher. Und deswegen fange ich direkt mal an. Das erste Buch, was ich euch gerne zeigen möchte, ist von Harpe Kerkeling, Der Junge muss an die frische Luft. Und ich habe das Buch auf dem Sub, bin mir aber immer unschlüssig gewesen, ob ich Interesse daran habe, habe aber eine Menge davon oder darüber gehört. Ich habe ganz viele Stimmen gehört, die gesagt haben, dass es sich lohnt. Grundsätzlich war ich jetzt nicht unbedingt interessiert an der Biografie von Harpe Kerkeling, weil ich ihn nie so verfolgt habe. Ich bin in der deutschen Medienlandschaft gar nicht so bewandert, weil ich kein Fernsehen gucke im klassischen Sinne, außer Netflix und Co. Und deswegen kann ich gar nicht so viel zu ihm sagen. Ich habe einfach ein bisschen recherchiert und geguckt, was er so macht. Also ich habe gesehen, dass er in der deutschen Medienlandschaft ziemlich doll vertreten ist. Er ist Komiker, er ist Synchronsprecher, er macht verschiedenste Dinge und soll auch sehr lustig sein. Ich weiß es, wie gesagt, selber gar nicht so wirklich. Aber trotzdem wurde mir gesagt, dass es sich lohnt, dieses Buch zu lesen, weil er sehr gefühlvoll schreibt, Humor mitbringt, über seine eigene Lebensgeschichte erzählt und das Buch einem auch so ein bisschen Lebensmut gibt. Und klingt irgendwie spannend. Ich habe das Buch ausgeliehen bekommen, deswegen gehört es mir so, also ich habe es mir nicht selber gekauft und ich bin gespannt. Also wäre das erste Buch, was ich euch jetzt in die Kamera halte von Harpe Kerkeling, Der Junge muss an die frische Luft. Wie gesagt, es geht hier um sein Leben im Ruhrgebiet, über seine Karriere, über Rückschläge, über das Leben eben. Und grundsätzlich bin ich ja immer an Biografien interessiert, auch wenn ich den Herrn nicht so verfolgt habe bis jetzt. Und ich bin dafür offen und deswegen bin ich gespannt, ob ihr dafür abstimmen werdet. Weiteres Buch, was auf meinem Sub liegt und wozu ich wahrscheinlich nicht einfach so greifen würde, ist folgendes Buch, Sebastian Fitzek, Fische, die auf Bäume klettern. Das Buch habe ich als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen. Ich hatte es allerdings nicht angefordert, das heißt, es war eines Tages hier. Das ist auch okay. Ich habe es behalten, weil ich finde, dass es grundsätzlich ganz spannend klingt, weil das so ein Lebenswegweiser sein soll. Glück, Liebe, Erfolg, ein Kompass für das Abenteuer namens Leben. Und ich bin der Meinung, dass jeder bestimmt zu diesen Themen was zu sagen hat. Ob man daran Interesse hat, das von der jeweiligen Person zu erfahren, ist eine andere Sache. Ich bin aber offen dafür, erwarte jetzt aber nicht viel von dem Buch. Das hat nichts mit dem Sebastian Fitzek per se zu tun. Ich habe schon einige Bücher von ihm gelesen, die waren aber alle in der Kategorie Thriller angesiedelt. Und auch da hat sich mein Interesse verflüchtigt, muss ich sagen. Die ersten Thriller, die ich von ihm gelesen habe, die fand ich noch wirklich gut. Ich glaube, diese Meinung vertreten relativ viele Leute, die Sebastian Fitzek im Laufe der Jahre verfolgt haben. Ich weiß nicht, ob ich einfach übersättigt an dem Genre bin. Ich weiß nicht, ob es da einfach zu viel in der Kategorie gibt, in der Art, wie Sebastian Fitzek schreibt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch daran liegt, wie sich Sebastian Fitzeks Schreibstil entwickelt hat und auch die Art, wie er Geschichten erzählt, weil sie immer nach einem Schema geschrieben werden. Das ist aber auch alles subjektiv und ich möchte mir da nicht anmaßen, da
ja, irgendwas Schlechtes drüber zu sagen. Alles, was ich sagen kann, ist, dass es mir nicht mehr zusagt. Und ich das zum Teil auch alles überzogen und etwas zu blutrünstig manchmal finde. Das ist okay. Aber ich bin trotzdem offen dafür, wenn Autoren und Autorinnen sich dazu entscheiden, ein anderes Genre zu bedienen. Und ich habe jetzt auch mitbekommen in den sozialen Medien, dass er jetzt auch fern von Thrillern irgendwie sowas in Richtung Liebesgeschichte geschrieben hat. Korrigiert mich da, ich habe es wirklich nur am Rande mitbekommen, habe mich da nicht weiter mit beschäftigt. Auf jeden Fall ein ganz anderes Genre als das Thriller-Genre. Und das hier ist eben wie so ein Lebensratgeber. Ich möchte dem Buch eine Chance geben. Ich würde zumindest reinlesen, wenn ihr euch entscheidet, dass ich dieses Buch lesen soll. Und gegebenenfalls, wenn es mir wirklich nicht zusagt, würde ich es dann auch abbrechen, wie ich es aber auch bei jedem anderen Buch machen würde. Und ja, viel kann ich gar nicht dazu sagen. Ich habe ja schon gesagt, es ist ein Lebensratgeber. Ich kann euch hier mal einen Satz oder zwei Sätze rauslesen. Finden auch Sie für sich heraus, was Sie im Leben am meisten, was für Sie im Leben am meisten zählt. Diese Aufgabe enthält einen Wertekompass sowie ein Eintragteil mit viel überraschenden Fragen für die Leser. Ja, ich möchte offen dafür bleiben. Es liegt auf meinem Sub, wie gesagt. Und falls ihr euch dafür entscheidet, werde ich es anfangen zu lesen. Ein Herrn, den ich als sehr spannend empfinde, das ist der Richard David Precht. Ich habe bereits ein Buch von ihm gelesen. Das ist Anna, die Schule und der liebe Gott, meine ich, heißt es, so oder so ähnlich. Und das Buch hatte mir sehr imponiert. Ich hatte es gelesen, weil ich eine Show mit ihm und Markus Lanz damals gesehen hatte und er sich eben über unser Bildungssystem geäußert hatte und ich eben mich mit dem Thema Bildungssystem sehr auseinandergesetzt habe, auch schon bevor ich Kinder hatte und das für mich immer, ich das nach wie vor als problematisch betrachte. Und er hat viele Dinge ausgesprochen, die ich nie ausformulieren konnte. Und er hat das eben das, was ich gedacht habe, was das Bildungssystem angeht, auf den Punkt gebracht. Daraufhin habe ich mir das Buch gekauft und gelesen und habe bei vielen Dingen nicken müssen und ihm zugestimmt. Und finde ihn auch sehr spannend, wie ich schon zu Beginn gesagt habe. Er hat sehr viel Medienpräsenz mittlerweile. Also man findet ihn oft in der Medienlandschaft wieder, wie er sich eben zu Themen äußert, auch eben zu der aktuellen Pandemiesituation. Also es gibt ganz viele Themen, die er bedient. Ich bin nicht immer seiner Meinung, aber finde es trotzdem sehr spannend, wenn er sich über Dinge äußert. Und ja, er ist Philosoph und spricht eben viele Dinge an, die ich ja, zum Teil wichtig finde. Dieses Buch hatte ich in einem Mängelexemplar, also in einem Mängelexemplar-Auslese gefunden. Die Kunst, kein Egoist zu sein. Das deckt sich so ein bisschen mit dem Buch, was ich gerade lese, im Grunde gut. Wobei ich dazu noch mal was erzählen werde, wenn ich das Buch gelesen habe, weil ich da ein paar kritische Anmerkungen zu dem Buch habe. Ich weiß, da gibt es viele Fans von. Mein Mann mag das Buch sehr gerne, also im Grunde gut, nicht das von Rutger. Ich habe seinen Nachnamen vergessen. Ich hatte es mir, oder es war bereits hier, aber nicht von mir, sondern von meiner Schwiegermutter, die es auch gut findet. Und eine meiner liebsten Autorinnen hat davon geschwärmt oder gesagt, dass es wichtig ist, dieses Buch zu lesen. Und daraufhin habe ich beschlossen, es auch zu lesen. Sehe manche Sachen aber kritisch, die er da drin sagt. Naja, und ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass dieses Buch sich auch so ein bisschen damit beschäftigt. Es geht nämlich um die Moral des Menschen und wie, ja, ich kann euch da mal ein bisschen was vorlesen. Ich lese euch nicht den gesamten Klappentext vor. In diesem Buch schlägt Richard David Precht einen weiten Bogen von den Grundlagen unseres Verständnisses von Gut und Böse bis zu den Tricks, mit denen wir unsere guten Absichten verschieben und verdrängen und eben doch egoistisch handeln. Precht macht konkrete Vorschläge, wie wir unsere Gesellschaft umbauen können, um dem Guten mehr Raum zu geben. Wege zu einem besseren Umgang miteinander und damit nicht zuletzt zu einem erfüllten Leben. Ich habe zumindest den Eindruck, dass aufgrund des Klappentexts, dass der Herr Precht davon ausgeht, dass der Mensch auch im Grunde gut ist. Deswegen vergleiche ich das jetzt auch mit dem Buch, von dem ich vorhin gesprochen habe. Ich weiß es natürlich nicht, ich habe das Buch noch nicht gelesen. Grundsätzlich bin ich da total interessiert dran und
ja, möchte wissen, was seine Theorien sind. Und ja, deswegen steht dieses Buch auch in der Auswahl der Bücher, die ich euch jetzt zeige. Und ich bin gespannt, ob ihr dafür abstimmt. Wir kommen zu einer Dame, die ich sehr bewundere und schon seit vielen Jahren verfolge auf sämtlichen sozialen Medien. Die Rede ist von Madeline Alisa D. alias Daria. Und ich habe schon wirklich vor vielen Jahren, als ich selber noch gebloggt habe und auf verschiedenen Events unterwegs war, habe ich die Dame oder bin der Dame gefolgt. Sie war damals Modebloggerin. Und dann hat sie einen sehr radikalen Wandel durchlebt, zusammen mit ihrer Community auch. Also die Community hat da so ein bisschen mit dran teilgehabt, weil sie sich eben ihren ganzen Lebensstil verändert hat. Zum Beispiel ist sie vegan geworden. Also sie hat aufgehört, tierische Produkte zu essen. Und hat sich für das Thema Nachhaltigkeit angefangen zu interessieren, hat mittlerweile ein eigenes Label und ja, setzt sich für wichtige Themen ein. Also sie setzt sich für Feminismus ein, für gegen Rassismus und ganz, ganz viele Themen, die wichtig sind. Sie ist in Kriegsgebiete gereist und das alles habe ich über Instagram verfolgt. Finde es immer sehr spannend und sehr inspirierend. Ich finde die Person dahinter, auch wenn ich sie persönlich nicht kenne, ja, sehr, sehr bedeutend irgendwie für unsere Generation oder ja, für die, ich weiß gar nicht, was sind wir denn, Millennials, wie nennt man uns denn mittlerweile? Ich habe keine Ahnung. Aber ich finde einfach, dass sie viele wichtige Themen anspricht, für die ich persönlich auch nicht immer ein Bewusstsein habe. Und ich will nicht damit sagen, dass ich das, also weder sie macht alles richtig, noch die Leute, die ihr folgen und dann sich dann vielleicht was annehmen, aber es ist doch schön, sich zumindest einigen Sachen anzunehmen. Und so habe ich eben auch viel über Nachhaltigkeit erfahren, viel über unser Essen, über ja, vieles einfach, was ich persönlich auch wichtig finde. Ja. Und deswegen möchte ich unbedingt das Buch hier lesen, Starkes, weiches Herz, wie Mut und Liebe unsere Welt verändern können. Ich lese euch hier nochmal einen Teil vom Klappentext vor. Madeline Alisa D., im Internet als Daria Daria bekannt, beschäftigt sich mit all den kleinen großen Fragen. Ist mein Leben erfüllt? Was ist mir wichtig und wie stehe ich dafür ein? Wie kann ich in einer Welt, die von Krisen beherrscht wird, optimistisch bleiben? Sie zeigt, wofür es sich zu kämpfen lohnt, mit Mut einzustehen. Für Feminismus und Gleichberechtigung gegen Klimawandel und Rechtehetze. Ja. Ich habe ja schon gesagt, dass ich es als sehr wichtig empfinde und das ist auf jeden Fall ein Buch, was ich so oder so irgendwann zur Hand nehmen werde. Ich bin aber gespannt, ob es jetzt in diesem Kontext, in diesem Format irgendwie von euch gewählt wird. Das vorletzte Buch ist von Maya Angelou, Ich weiß, warum der gefangene Vogel singt. Das ist ein Teil ihrer Biografie. Es gibt, glaube ich, noch zwei weitere Teile. Maya Angelou war eine Schriftstellerin, Professorin und Bürgerrechtlerin. Ihr Leben ist sehr, sehr spannend. Ich lese euch kurz den Klappentext vor. Das ist auch ein Buch, was definitiv irgendwann gelesen wird. Und ja, die Ikone der afroamerikanischen Literatur, ihr epochenmachendes Werk. Maya Angelou wächst in den 30er Jahren im Krämerladen ihrer Großmutter am Rande einer Baumwollplantage auf. Für sie und ihren Bruder ein Ort des Zaubers und des Spiels inmitten einer schwarzen Gemeinde, die der Hass und die Armut auszulöschen drohen. Ich habe ja das erste Mal von der Biografie auf der Seite oder auf dem Kanal von der lieben Ilka von Buchgeschichten darüber gehört und war sofort fasziniert. Die liebe Ilka hat ja wirklich das Ganze so gut zusammengefasst und nicht nur diesen ersten Teil, sondern eben auch den zweiten. Und das hat mich ja irgendwie beeindruckt und ich hatte das Gefühl, dass ich es lesen muss. Und deswegen liegt es hier auch auf meinem Sub und deswegen freue ich mich sehr, es dann irgendwann zur Hand nehmen zu können. Wie gesagt, wenn ihr dafür abstimmt, dann eben schon im März und ich bin sehr, sehr gespannt. So, kommen wir zum letzten Buch, was ich euch heute zeigen möchte. Und darauf freue ich mich besonders. Ich bin gespannt, ob das gewählt wird von Melanie Rabe, Kreativität. Das Thema Kreativität ist ja eins, was mich wirklich schon mein Leben lang begleitet und ich kann in wirklich vielen Bereichen kreativ werden. Es ist wirklich von höchster Bedeutung für mich und ich habe das Gefühl, dass Melanie Rabe mir da einiges beibringen kann oder ich vielleicht ähnliche Sachen oder Gedanken mit ihr teile und deswegen bin ich sehr gespannt auf diese Lektüre.
Melanie Rabe gehört zu meinen liebsten Autorinnen. Sie schreibt im Bereich Thriller und das Thriller-Genre ist ja gar nicht so mein liebstes Genre. Also ich lese relativ viel in dem Bereich. Das liegt aber daran, dass ich finde, dass es ein Genre ist, was man sehr schnell konsumieren kann. Man kann sich schnell von der Realität so ein bisschen ablenken. Man hat direkt so einen Spannungseffekt. Man wird sofort in so eine andere, naja, keine fantastische Welt, nicht zwangsläufig reingezogen, sondern eher, also man wird in eine, man löst mit den Protagonisten und Protagonistinnen Probleme quasi, also sehr, sehr schwerwiegende Probleme. Man ist vielleicht ein Ermittler oder eine Ermittlerin oder man bangt um jemanden oder man hat Angst vor jemandem. Also ich finde, das ist ein Genre, was sehr, sehr viele Emotionen anspricht. Nicht immer unbedingt gute Emotionen, aber es ja, das hat so einen Adrenalineffekt irgendwie. Und manchmal braucht man das, manchmal brauche ich das. Wie gesagt, es ist nicht mein liebstes Genre und ich würde nicht behaupten, dass es Autoren und Autorinnen in dem Bereich gibt, die ich als meine Liebsten bezeichnen würde. Einer oder eine der Ausnahmen, das ist tatsächlich Melanie Rabe. Und das liegt daran, also da gibt es mehrere Punkte. Ein großer Aspekt ist der, dass ich die Art liebe, wie sie schreibt. Sie schreibt so, wie man es eigentlich im Thriller-Genre so für gewöhnlich nicht tut. Sie schreibt sehr emotional. Sie gibt den Charakteren sehr viel Tiefe und ja, lässt sie vor Gefühlen überquellen irgendwie. Und das mag ich einfach so gerne, weil es eben für dieses Genre nicht üblich ist. Ich finde, dass es so ein bestimmtes Schema gibt, wie Autoren und Autorinnen in dem Bereich schreiben, auch wenn jeder natürlich seinen individuellen Stil hat. Aber ich finde, Melanie Rabe ist besonders individuell und ich würde behaupten, dass ich ihren Stil wiedererkennen würde, ohne dass ich vorher weiß, dass sie das Buch geschrieben hat. Da gibt es nicht viele Autoren, die so schreiben. Romy Hausmann zum Beispiel, die kann das auch ganz gut. Und ja, bei Melanie Rabe ist es so, dass ich schon alle Thriller, die zumindest auf dem Markt sind, gelesen oder gehört habe. Ich fand nicht jede Geschichte super toll, war aber trotzdem immer sehr beeindruckt von von ihrem Einfallsreichtum und von der Art, wie sie schreibt. Und deswegen ist sie für mich eine sehr besondere Autorin und ich werde auch weiter verfolgen, was sie schreibt und weiter schauen, dass ich mich da inspirieren lasse. Und ja, ich bin gespannt, ob ihr für dieses Buch abstimmt. Ihr Lieben, das war's. Das waren jetzt 6 Bücher, die ich in die Kamera gezeigt habe. Ich bin sehr gespannt, wofür ich letztendlich entscheidet. Und ich freue mich auf jedes Buch, auf das eine mehr, auf das andere weniger. Das ist das halt. Aber ja, mal gucken, wofür ihr euch entscheidet. Ich bin sehr, sehr gespannt. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Und ich werde dann wahrscheinlich beim Lesemonat Februar verkünden, für welches Buch ich mich dann entschieden habe, beziehungsweise für welches Buch ihr euch entschieden habt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis bald.